einen sonnigen, wunderschönen guten Morgen. Wir haben es noch nicht mal 10. Und ich bin gespannt, ob ich mir mein Tagesziel heute erfüllen kann. Es wäre ja einmal das Dach, Wand weiter streicheln und so weiter und so fort. Naja, wir werden sehen, was ich schaffe. Anfangen werde ich jetzt auf alle Fälle mit dem Dach, weil Nachmittag ist wieder Regen angekündigt. Bis dahin will ich damit fertig sein. Ja, wie nennen wir das Video heute? Dachspiele. Nee. Naja, mir wird schon noch was einfallen. Ansonsten haben wir den Titel schon. So, dann noch was in eigener Sache. Wegen einem Kommentar. Mich hat mal wieder jemand drauf angesprochen oder in die Kommentare geschrieben, putz deine Mundwinkel. Ey, soll ich wegen dir an einer laufenden Flex rumlutschen? Du kannst ja auch nicht zu einem Querschnittsgelähmten in den Supermarkt sagen, steh auf und hol dein Zeug aus dem obersten Regal selber raus. Ja, funktioniert nicht. Jo, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ist so, mich regt selber seit über 20 Jahren auf, aber naja, man lebt damit. Gut, ich trinke jetzt noch in Ruhe mein Latte aus, dann hole ich die Leiter raus und wenn ich dann oben bin, zeige ich euch mal das Drama von oben und was ich da oben erst einmal wegräumen muss. Tja Leute, so sieht es hier oben aus. Dachpappe scheiß einfach draufgeschmissen, drüber eine Schalltafel und drunter lauter widerliches Viecherzeug. Hinten alles mausetot, an der Seite alles mausetot. Ich werde jetzt schauen, dass ich den Schmann hier runterschraube. Erst einmal den anderen Müll runter, die Balken von dem Nachbarn einfach rüberschieben und dann das Dach abmontieren. Und dann gucken, ja, dass ich das Neue drauf kriege. Eventuell noch neue Latten drunter, aber das zeige ich euch alles nachher. Ich schaffe jetzt erstmal wie ein Blödel. Ja, das Dach habe ich wieder hinten hingeschmissen. Hier habe ich schon die neuen Latten zurechtgesägt. Und jetzt muss ich von innen gucken, dass ich hochkomme und noch Richtung Nachbarn über. Der ist noch nicht da, da kann ich also noch nicht rein in den Garten. Ja, von oben noch die Latten wegschraubt, die alten, und dann kann ich gleich die neuen festspaxen, kommt auch eine mehr hin, eben wo mein Blech dann überlappt. Und dann kann ich eigentlich schon anfangen, das neue Dach drauf zu spaxen. Wie geil! Boah, die Zeit vergeht. Meine Querlatte außen noch. Ja, damit wir da einen halbwegs schönen Abgang haben von der Platten. Und ja, hier oben ist jetzt die Dachverlattung soweit drin. Hier muss ich ja zwei näher aneinander setzen, weil da dann die Blechplatten überlappen. Genau. Und außen werde ich dann wahrscheinlich auch noch die Blechplatten einschneiden müssen, weil jetzt geht ja leicht schräg spitz zu. Die ersten zwei Platten sind schon oben und nach drüben kann ich jetzt schon die erste flexen. Also ich brauche definitiv schon mal eine weniger als ursprünglich berechnet. Das ist auch nicht schlecht. Hier habe ich mir sie schon angezeichnet mit ein bisschen Überstand, dass ich es auf der anderen Seite noch ein bisschen umklappen kann. Und dann an die Querlatte festschrauben. Flexe ich jetzt ab und dann kann ich die nächste Platte hochmachen und dann ist es nach hinten eigentlich schon dicht. Und dann nur noch die vordere Reihe. Geil. Ja, und es fängt zum Regnen, Tröpfeln an. Ganz widerlich. Nassen Buckel habe ich schon. Oder einen feuchten. Ja, ich bin feucht. Und ist mir aber wurscht, weil ich habe jetzt dann Hunger. Wir haben es Mittag auch schon wieder durch. Ich mache mir jetzt dann auf dem Grill schnell ein oder zwei Käsekreiner. Esse die mit ein bisschen Kartoffelsalat. Und fertig ist mein Essen heute. Ja, aber
Dach ist soweit fertig. Das habe ich noch geschafft. Jawohl. Und die Wand werde ich wahrscheinlich auch noch streicheln. Aber jetzt gehen wir noch ganz schnell hoch. Auch wenn es jetzt nieselt, ist mir wurscht. Das Dach schauen wir uns jetzt noch an. Jo, hier habe ich wieder einen schönen Überstand gelassen. Und nochmal lauf, bevor ich die Leiter auch wegräume. Und so sieht das Ganze von oben aus. Und ja, ich habe wieder 1 Milliarde Schrauben genommen. Einfach weil sich das Dach zwischendrin wieder so blöd gewölbt hat. Hinten habe ich auch ein klein bisschen mehr Überstand gemacht. Ja, drüben die ganze Kante geflext. Abgelappt und auf der drübrigen Seite ist ja Wetterseite zum Nachbar hin. Also da kann sein, da kann es durchaus noch möglich sein, dass ich noch mal ein paar Blechpaneele hole und die drübrige Seite auch einfach mit Blechpaneelen zumache. Also so, dass es hält und wirklich dicht ist von der Wetterseite her. Aber so bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und was machen wir jetzt? Den Grill anschmeißen. Ich habe Hunger, nachdem ich die Leiter weggeräumt habe. Und pünktlich, wenn der Regen fällt, liegt der Käsekreiner auf dem Grill. Ich hasse dieses Wetter. Ich hasse es wirklich. Naja. Aber ich denke, die restlichen Paneele werde ich drüben an die Wand spaxen, sobald der Nachbar da ist. Ein bisschen was von der Wand werde ich schon noch zukriegen damit. Aber erst, wenn es zum Regnen aufgehört hat. Mhm. So, Leute. Käsekreiner gegrillt. Mhm. Bisschen Grasalat dazu und gut ist es. Genau. Werde ich mir jetzt einverleiben. Ja, und danach irgendwas mit Farbe machen. Also eins kann ich definitiv sagen, Leute. So wie das da draußen pisst, passiert draußen heute gar nichts mehr. Boah, herin. Ja. Passiert auch nicht mehr allzu viel, außer ein bisschen streicheln. Ja, den Kasten schaue ich, dass ich heute noch komplett fertig streiche. Ja, 2-3 Mal drüber, dass der richtig schön aussieht. Mit der kleinen Farbrolle. Mhm. Und die Löcher mit der kleinen Pinsel. Ja. Mehr gibt es heute ja gar nicht mehr zu sagen. Hätte zwar noch Zeugen aushängen können. Altpapier zusammen. Aber ehrlich gesagt habe ich dazu heute gar keine Lust mehr. Nur noch ein bisschen Musik hören, ein bisschen malern. Ja. Und das war's dann definitiv für heute. Also, hier bin ich für heute fertig. Das lasse ich jetzt erst einmal komplett durchtrocknen. Und dann streiche ich da noch ein letztes Mal drüber. Und mittlerweile habe ich ja angefangen, das Gestänge vom Pavillon zusammenzubauen. Und irgendwie sieht das aus wie so kaputter Frosch. Naja, jetzt gucke ich mal, also über die Türe drüber, dass ich die Tür aufmachen kann, noch wird es nicht funktionieren. Rein theoretisch. Naja, ich werde sehen, wie ich das Ding dann hier hinstelle. Auf alle Fälle können wir dann auch im Regen ordentlich grillen. Also ich kann mich erinnern, dass früher die Stangen definitiv dicker waren. Das ist ja
Ja, eigentlich ein Witz, oder? Naja. Also entweder stelle ich es so, wie es jetzt hier steht, oder ich setze es über die Türe und tue es noch etwas unterbauen. Ja, vorne dann und die Ecke. Da hinten werde ich es ja eh festspaxen. Das werde ich noch sehen. Wobei ja jetzt schon feststeht, was morgen mein Projekt ist. Mein Tagesprojekt. Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle, das möchte ich morgen machen, wenn es nicht allzu sehr regnet. Drin in den Ofen nochmal weiter streichen und dann schauen, dass ich vielleicht doch noch zu der Wand komme. Ja, es war's dann für heute. Oh, ein bisschen was gemacht, ein bisschen gegrillt. Ja, das Dach habe ich gemacht, ich bin zufrieden. Also auch heute bin ich definitiv wieder zufrieden, außer dass der Nachbar nicht da war, dass ich die Paneele habe nicht auf die Rückseite noch hinschrauben können. Weil noch habe ich ja 5,5 müsste ich übrig haben. Dann schaue ich mal, wie weit die auf der Rückseite noch kommen. Ja, okay Leute, in dem Sinne sage ich mal Tschaikowski, ja, bis morgen.